Herzlich willkommen bei BAFMO. Freunde, die BAFMO Shortcut-Reihe ist zurück und heute zeigen wir euch den facegelifteten BMW M5 bzw. M5 Competition. Wenn ihr wissen wollt, was alles beim M5 optimiert wurde, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Es lohnt sich. Übrigens, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt dieses Video doch einfach mit euren Freunden in WhatsApp oder in euren Facebook-Gruppen. Also Freunde, los geht's. Der beste M5 aller Zeiten. Wie in der BMW 5er Reihe reicht die weiterentwickelte BMW-Niere weiter nach unten in die Frontschürze hinein. Der Rahmen in Chrom ist einteilig gehalten und umschließt zusammen beide Nierenteile. M-spezifisch sind die Doppelrippen und ein M-Badge. Die Frontschürze ist markanter geformt und trägt größere seitliche Lufteinlässe. Der große mittlere Lufteinlass ist sechseckig ausgeführt und integriert den Ölkühler sowie den Radarsensor für die aktive Geschwindigkeitsregelung. Die neu gestalteten LED-Frontscheinwerfer werden dynamisch ergänzt durch die neuen L-förmigen, schmal auf die Niere zulaufenden Leuchttuben. Die neue optionale BMW Individual Headlight Shadow Line verleiht den adaptiven LED-Scheinwerfern und dem BMW Laserlicht einen zusätzlichen dunklen Akzent. Neu gestaltet wurden zudem auch die kräftigere Heckschürze mit großem Diffusor sowie dreidimensional wirkenden LED-Rückleuchten, deren präzise Lichtgrafik die BMW-typische L-Form neu interpretiert. Die exponierte Position des BMW M5 Competition unterstreichen darüber hinaus zahlreiche schwarze Details. So sind der Rahmen der BMW-Niere, die Ziergitter der M-Kiem, die Außenspiegelkappen und ein zusätzlicher Heckspoiler auf der Kofferraumklappe in Schwarz-Hochglanz ausgeführt. An der BMW-Niere, an den Kiemen und an der Heckklappe finden sich schwarze und an den Einstiegsleisten illuminierte M5 Competition Badges. Die Endrohre der serienmäßigen M-Sportabgasanlage sind in Schwarz-Chrom gehalten. Mit der Einführung eines neuen Bedienkonzeptes und der Vergrößerung des zentralen Displays auf eine Diagonale von 12,3 Zoll rücken der neue BMW M5 und der BMW M5 Competition den Fahrer noch mehr in den Mittelpunkt. Der Fahrer erhält so noch einfacher einen Überblick über die vielfältigen Funktionen der Fahrdynamiksysteme und des Allradantriebs BMW MX-Drive. Beim M5 Competition aktiviert ein langer Druck auf die M-Mode-Taste und eine anschließende Bestätigung auf dem zentralen Display die zusätzliche Einstellung Track. Dieser ausschließlich für den Einsatz auf der Rennstrecke konzipierte Modus deaktiviert alle Komfort- und Sicherheitsfunktionen der Fahrassistenzsysteme. Um die Aufmerksamkeit des Fahrers noch mehr auf die Fahrbahn zu lenken, werden außerdem das Audiosystem stumm und das zentrale Display ausgeschaltet. So kann der Fahrer eine extrem puristische Form des M-Feelings erleben. So etwas gab es noch nie. Das aus dem Rennsport abgeleitete Hochdrehzahlkonzept des V8-Motors sorgt im BMW M5 und BMW M5 Competition für eine imposante Schubkraft und besticht durch eine souveräne Leistungsentfaltung. Im BMW M5 wird eine Spitzenleistung von 600 PS bei 6000 Umdrehungen in die Minute erreicht. Die 625 PS des BMW M5 Competition liegen ebenfalls bei 6000 Umdrehungen die Minute an. Bei beiden Modellen steht das maximale Drehmoment von 750 Newtonmeter bereits ab 1800 Umdrehungen die Minute zur Verfügung. Den Standardsprint von 0 auf 100 absolviert der BMW M5 in lediglich 3,4 Sekunden und ist damit auf dem Niveau eines Supersportwagen. Nach 11,1 Sekunden sind bereits 200 km/h erreicht. Der BMW M5 Competition erledigt beide Aufgaben nochmals um einen Wimpern stark schneller. 100 km liegen schon nach 3,3 Sekunden und 200 km schon nach 10,8 Sekunden an. Sowohl beim M5 als auch beim M5 Competition liegt die V-Max bei 250 km/h. Mit dem optionalen M-Drivers Package sind sogar 305 km/h möglich. BMW verzichtet bei den neuen M5-Modellen auf ein Doppelkupplungsgetriebe und setzt dafür auf ein 8-Gang M-Steptronic-Getriebe, das mit außergewöhnlich kurzen Schaltzeiten sowie schnellen und präzisen Reaktionen auf jede Art von Lastanforderung aufwarten soll. Die Einstiegspreise in Deutschland liegen bei 120.900 Euro für den BMW M5 und 129.900 Euro für den BMW M5 Competition. Aber ja, das waren die neuen BMW M5 Modelle. Was sagt ihr zu den neuen LCI Modellen? Ist BMW hier der große Wurf gelungen? Schreibt eure ehrliche Meinung mal in die Kommentare und lasst uns drüber diskutieren. Hättet ihr vielleicht sogar Interesse, dass wir den BMW M5 Competition LCI mal für euch testen? In der Infokarte oben rechts könnt ihr darüber abstimmen. Übrigens, wenn ihr hochauflösende Bilder und genauere Informationen zum M5 und M5 Competition haben wollt, dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu unserem Autoblog.
So, das war's mit dem BAFMO-Video für heute. Über eine Bewertung und ein Abo würden wir uns sehr freuen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Euer Ino von BAFMO.